Guten Tag, mein Name ist Sebastian Jeschke und ich bin der Geschäftsführer der Paritätischen Tarifgemeinschaft, dem Arbeitgeberverband für Mitglieder des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Heute möchte ich Ihnen in wenigen Sätzen zusammenfassen, was die Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit sind. Als erstes brauchen Sie einen erheblichen Arbeitsausfall mit einem entsprechenden Entgeltausfall. Das heißt, einen erheblichen Arbeitsausfall haben Sie dann, wenn für mindestens 10% Ihrer Beschäftigten sich die Arbeitsmenge um mehr als 10% reduziert hat. Zur Berechnung der 10% der Beschäftigten zählen geringfügig Beschäftigte mit, Auszubildende nicht. Als nächsten Punkt müssen wir uns anschauen, was sind die Ursachen für den Arbeitsausfall. Da haben wir einmal wirtschaftliche Gründe oder ein unabwendbares Ereignis. Wirtschaftliche Gründe, das wären zum Beispiel Verschiebung von Großaufträgen. Hier haben wir aber aktuell natürlich vor allen Dingen ein unabwendbares Ereignis, nämlich die Folgen der Pandemie. Zum Beispiel Schließungsanordnung, Betriebseinschränkung durch behördliche Anordnung und ähnliches. Außerdem muss der Arbeitsausfall unvermeidbar sein. Das heißt, Sie müssen, bevor Sie Kurzarbeitergeld beantragen, alle Möglichkeiten nutzen, die Ihnen noch zur Verfügung stehen, um den Arbeitsausfall anderweitig abzufedern. Zum Beispiel durch Überstundenabbau, durch Versetzung der Mitarbeiter in andere Abteilungen oder auch durch Einbringung von Urlaub, soweit er noch nicht geplant ist. Wenn Arbeitszeitkontenregelungen bestehen, müssen Sie aber seit neuestem die Mitarbeiter nicht ins Minus führen. Das war bisher anders. Also nur positives Guthaben müssen Sie verbrauchen. Der Arbeitsausfall muss vorübergehend sein, das heißt, es muss erwartet werden, dass der Arbeitsausfall nach Überwindung der Pandemie wieder zurückgeht und Sie Ihre Leute wieder voll beschäftigen können. Dann brauchen Sie natürlich die betrieblichen Voraussetzungen. Betriebliche Voraussetzungen sind relativ übersichtlich. Sie brauchen mindestens eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das war's. Persönliche Voraussetzungen bei den Mitarbeitern brauchen Sie auch. Die Mitarbeiter müssen in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Kurzarbeitergeld dient dem Erhalt des Arbeitsplatzes. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich den Beschäftigten schon gekündigt habe oder er selber schon gekündigt hat. Das heißt, ungekündigtes Arbeitsverhältnis. Befristete Arbeitsverhältnisse oder ein anstehender Renteneintritt haben keinen Einfluss auf die Beantragung des Kurzarbeitergeldes. Sie brauchen ein arbeitslosenversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, geringfügig Beschäftigte haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Auszubildende haben einen Anspruch, allerdings erst nach 6 Wochen nach Einführung der Kurzarbeit. Bis dahin müssen sie die Ausbildungsvergütung wie vereinbart weiterzahlen. Dann brauchen sie die Anzeige der Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit. Das machen sie entweder schriftlich oder durch eine elektronische Meldung und spätestens am letzten Tag des Monats, für den sie Kurzarbeit beantragen wollen. Wenn Sie in den nächsten Monat rutschen, ist es zu spät. Dann können Sie erst ab dem nächsten Monat Kurzarbeitergeld bekommen. Wichtig ist, dass Sie die internen Voraussetzungen für die Kurzarbeit vor dem Antrag geklärt haben. Das heißt, wenn Sie einen Betriebsrat haben, müssen Sie eine entsprechende Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat schon vor dem Antrag geschlossen haben. Wenn Sie keinen Betriebsrat haben, müssen Sie entsprechende individualvertragliche Regelungen mit jedem einzelnen Mitarbeiter geschlossen haben. Erst wenn Sie diese Unterlagen haben, können Sie damit die Einführung der Kurzarbeit der Bundesagentur für Arbeit gegenüber nachweisen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Vielen Dank und auf Wiedersehen.